Die S-Bahnlinie 1 im beschaulichen Berliner Südwesten ging kurz vor 1 Uhr nachts zwischen den Bahnhöfen Mexikoplatz und Zehlendorf. Plötzlich zerreißt ein lautes Kreischen die nächtliche Ruhe, Bremsen quietschen. Der Zug kommt unvermittelt zum Stehen. Im Gleis finden Einsatzkräfte schnell die Ursache des Vorfalls, ein 20 Kilogramm schwerer Granitstein. Durch den Aufprall mit der S-Bahn zerbrach der Stein in drei Teile. Verletzt wird dabei zum Glück niemand, doch für den Zug ging es nicht so glimpflich aus. Der Zug ist sehr schwer beschädigt. Wir haben mehrere schwere Schäden, die sich im Unterflurbereich an der Antriebsausrüstung befinden. Und die Fahrzeuge sind auch so stark beschädigt, dass wir in der betriebsnahen Instandhaltung die Fahrzeuge auch nicht instand setzen können. Der gesamte S-Bahn-Zug wird deswegen in den nächsten Tagen zunächst in das Hauptwerk in Schöneweide überführt. Erst dort wird sich herausstellen, wie schwer der Schaden wirklich ist. Wir haben die erste Unfalluntersuchung ausgeführt. Wir haben hier Schäden an der Antriebsanlage festgestellt. Wir haben Schäden an der Bremsanlage festgestellt. Wenn Sie sich nachher unter dem Zug befinden, werden Sie sehen, dass eine Bremsscheibe ausgebrochen ist, dass mehrere Luftbehälter beschädigt sind, dass Radsatzwellen beschädigt sind. Und das sind schon sehr gravierende Schäden. Was sich dort im Hintergrund noch für Schäden befinden, die erst bei einer detaillierten Schadaufnahme sichtbar werden, kann jetzt erstmal noch nichts dazu gesagt werden. Fest steht, der komplette Zug wird für die eh schon krisengeschüttelte Flotte der Berliner S-Bahn für mindestens 4 Wochen ausfallen. An den 6 Wagen entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro. Bei der S-Bahn und vor allem dem Team der Betriebswerkstätten sitzt der Frust tief. Mutwillige Beschädigung ist dort noch sehr harmlos ausgedrückt. Wir bewegen uns ja deutlich im Bereich der Straftaten. Und das ist für die Mitarbeiter hier unheimlich frustrierend, die hier wirklich sich ein ganzes Jahr lang eigentlich für ihre S-Bahn den Arsch aufreißen und müssen dann Schäden instand setzen oder Schäden begutachten, die völlig vermeidbar sind, völlig unsinnig. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen Unbekannt. Hinweise zu den Tätern bitte an die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof, die Bundespolizei oder an jede andere Polizeidienststelle. Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, hat die S-Bahn Berlin GmbH eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt.